Berlin, Tag und Nacht, Vorschau. Sinas Schockdiagnose bricht Paula das Herz. Vor lauter Hass auf Jonas und Lynn begeht Sina einen großen Fehler. Sie zündet das Haus an, in dem sie ihre beiden Freunde beim Knutschen gesehen hat. Zum Glück verletzt sich niemand ernsthaft. Allerdings landet Sina daraufhin im Krankenhaus. Weil sie ihre Freunde nach der Brandstiftung aus dem Feuer retten will, erleidet sie eine Rauchvergiftung und verliert das Bewusstsein. Glücklicherweise konnte Sina gerettet und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Paula und Basti sind von dieser Nachricht schockiert und wollen Sina direkt im Krankenhaus besuchen. Sie ahnen nicht, dass es Sina selbst war, die das Feuer gelegt hat. Zu einem Gespräch ist Sina noch nicht in der Lage. Also lassen Paula und Basti ihr erstmal Ruhe. Als Sina endlich wieder zu Bewusstsein kommt, hält es sie nicht lange im Krankenbett aus. Sie will herausfinden, was mit Jonas und Lynn ist, allerdings nicht aus Sorge um ihre Freunde. Ich kapier gar nichts mehr. Nur, dass diese miesen Schweine es tatsächlich hinter meinem Rücken getrieben haben. Ich muss sie zur Rede stellen.